Moin moin Leute, ich begrüße euch recht herzlich zur 16. Folge der Bounty Hunter Karriere. Heute geht es darum, noch eine Miles Eckert Mission zu machen und wir schauen mal, was uns die Auftragsliste von ihm so hergibt. So, den 39.000er hatten wir schon. Das hatten wir nicht. 61 war, glaube ich, das letzte, was wir hatten. Ja. Nehmen wir den. Für 87.500. So. Letztlich nehmen wir noch Call to. Ja, da. Den Call to Arms. So. Bei dieser Mission geht es darum, bereits Schiffe zu zerstören. Es sind drei Hammerheads. Und da müssen wir dann schon ein bisschen schwereres Geschütz auffahren als die Cutlass Black. Und dafür nehme ich die Eclipse. Weil das ist ein schöner Bomber und wenn wir da einen guten Anflug haben, knallen wir da eine Hammerhead in einem Anflug mit einem Argo-Torpedo über den Haufen. So, dann holen wir uns mal ein Schiff. So. Auch diese Mission hat wieder ein Zeitlimit. Ich glaube, es waren sowas um die 45 Minuten. So, Pad 1. Wie weit sind wir weg? So weit ist es. Ja. Ein bisschen Fahrstuhl fahren. Kennen wir ja schon zur Genüge. Und sind wir bei unserem Schiffchen. Ist ein schönes Schiff. Um was wie die Hammerhead einem an weg zu bashen. Ich hoffe mal, dass es in Zukunft auch weiterhin so gehen wird. So, Schiene an. Waffen 1. Torpedos haben 3 an Bord. Overclocken brauchen wir hier nichts. So. 2 der Hammerheads sollten hier im System sein. Jo. Und die dritte im Bunde dann in Crusader. Magda. Bringen wir mal rüber. So, und versuchen mal auf der Karte eins der Ziele zu locken. Jo.
Das heißt, wir werden also erst hier die beiden zerstören und dann nach Crusader rüber. Crusader dann erstmal bei PO verorten. Falls uns was passieren sollte, können wir da dann zumindest das Schiff relativ schnell wieder neu spawnen lassen. Aber davon gehe ich mal nicht aus. Zack. So. 9 und 8. Nehme ich erstmal den, der näher ist. Logge schon mal im Anflug den Torpedo auf. Ich versuche gleich nicht zu schnell zu fliegen. Meine Abschussdistanz liegt so bei 2500. Also gehe ich jetzt schon mal mit der Geschwindigkeit runter. Zack, und Torpedotaste drücken für das Feuern. Und ich versuche... Jo, schöner Treffer. Der Vogel hat es erwischt. Versuche ich da mal mit mehr Geschwindigkeit ranzugehen, damit ich meine Gegner abhängen kann. Das war gar nicht der. So, den haben wir als Ziel. Ziehen dabei ein bisschen von Torpedo raus. Na komm. Der Torpedo ist dann noch hinterher. Neuer Torpedo. Na komm. Wir haben keinen mehr. Okay. Da müssen wir dann nochmal irgendwo hin. Versuchen aufzumunitionieren. Das heißt erstmal... Einfach nur weg. Na komm. Got something for you. Und Sprung. Ah, im Moment hat es uns erwischt. Egal. Da sind wir lebend davon gekommen. So, jetzt schauen wir mal hier. Ach was. Der ist am nächsten. Da versuche ich mal hinzukommen und Schiff reparieren und Torpedos aufzumunitionieren.
Ah, die zweite Hammerhead, die war dann doch ganze Ecke agiler. So. Ja, da muss man die ganze Zeit immer, weil wir einen Flügel da schon verloren haben, gegensteuern gleich. So, welche Entfernung haben wir noch? 13. Ja, weil uns das halbe Schiff schon fehlt, wie man hier sieht. Und ist schlecht am Rollen. Ja, jetzt kommt auch der Chat richtig rein hier an der Seite. Den mach ich aus. Zack. So. Wieder Höhe machen. Da hinten ist es jetzt besser zu sehen. Jo. Fahrwerk raus. Ja, Autoland hat schon mal funktioniert. Dann hoffe ich mal, dass dann auch das Reparieren und Aufmunitionieren auch funktioniert. So, da stehen wir. Ja, Munition haben wir schon mal. Jetzt werden wir repariert und dann geht es gleich wieder hoch. Wunderbar. Haben wir gleich irgendwo hin. Wer war das denn? Was war? Der OM3, den nehmen wir mal. Aus. Feind. Schlingert aber ganz schön. Irgendwas nicht richtig repariert worden wäre.
So. Haben wir ihn auf. Nett. Das ist die ja nicht. Bei. Irgendwas stimmt hier nicht ganz mit dem. Ganz gewaltig. Ganz gewaltig, stimmt aber nicht. Er nimmt kein Gas an. Da sind wir auch schon explodiert. Egal. Irgendwas stimmte da mit der Reparatur nicht. Er flog ja auch schon ein bisschen komisch. Ja, das ist manchmal... Er sagt einem, er hätte alles repariert. Aber dann im Endeffekt... war es das dann irgendwie nicht. Komischerweise. Ich frage mich, wo sowas liegt. Dann soll er einem auch nicht anzeigen, dass er es reparieren kann oder repariert hat. Aber die Reparaturanzeige ist sowieso noch ein bisschen dürftig, was das angeht. Und man kann eigentlich nach jeder Reparatur Schiff an, Schiff aus oder weiß was ich nicht machen. Also ein- und aussteigen. Ist ja nicht der Sinn der Sache. Zum Glück haben wir zwei von den Fliegern. Während wir den einen neu claimen. Den zerstörten. Nehmen wir den zweiten. Aber schon komisch, dass die zweite Hammerhead wesentlich agiler ist als die erste. Keine Fahrt zur Verfügung. Nehmen wir den. Das ist auch immer blöde. Andauernd muss man auf die blöden Fahrstühle warten.
Und sie brauchen elendig lange immer. Viel zu lange. Zeige da oben. Aber ich frage mich, warum er da irgendwie nach der Reparatur irgendwas nicht so wirklich repariert. Genauso wie warum schießt nach der Reparatur nur eine Waffe? Das sind so ein bisschen unerklärliche Sachen. So. Ja, weil hier Nachschwingen nicht so doll, wie es eben war. Nach der Rippe. Ja, ein ominöses Verhalten des Spiels. So, fliegen wir jetzt mal mit höherer Geschwindigkeit an. Gleich ein bisschen herunter, wenn wir näher dran sind. Auf 2,5. Kommt Pedo raus. Zusätzlich noch ein bisschen. So soll's sein. Genauso. Dann gleich wieder Gas geben. Ja. Caps Lock einmal. So. Vielleicht ist ja die Map günstig zu uns. Port Olisar. Jo. Und Sprung. Haben wir ja ein Momentchen Zeit, um G ein.
Ist ja ein hübscher Flieger. Muss man schon sagen. Tarnkappenbomber kommt seiner Funktion gut nach. Ist zwar nicht so das Schiff, wo man mit in den Nahkampf gehen sollte, aber die Ziele, für die er vorgesehen ist, kann er gut zerstören. Wie man gerade an der Hammerhead gesehen hat. Man darf sich nur nicht erwischen lassen. Weil er ist ja, was das angeht, doch ein Papierflieger, der nicht wirklich was einstecken kann. So, noch 8 Millionen von Crusader weg. Und da sehen wir schon langsam Crusader näher kommen. Beziehungsweise wie Crusader nähern. Da wollen wir uns gar nicht drauf einlassen. Uns irgendjemand aus dem Quantum. Sprung rausgeholt. Warum auch immer. Das Spiel, das gerade mit uns vorgehatte. Manchmal schon sehr komisch, das Spiel. So. Oh. Da fliegen wir schnell ran zum Verorten. So. Komm. So. Bord Olisa. Und Sprung nach Jela. Und mal auf die Karte gucken.
auf zum letzten Sprung. Na, was ist denn jetzt los? Der hakte einfach nur. Das heißt, auf den Gegner warten. Bei knappen 13 Minuten, die wir so haben, können wir uns ein, zwei Tote leisten. Aber wollen wir ja im Großen und Ganzen vermeiden. Hier war also unser Ziel. Punkt. An dem wir warten, warten, warten. Ist was? Da ist unser Ziel. 7000 Meter Entfernung. Jetzt wieder 2-4 und Feuer. Torpedo weg. Der Vogel steht so schön. Mit etwas Glück ist er schnell weg. So, da hat es ihn also zerlegt. So sollen die Anflüge eigentlich gelingen. Man soll sich dann nicht zu lange am Ort des Geschehens aufhalten, um sich hier anzuschauen, wie schön es explodiert oder wie etwas am Brennen ist. Weil nach kurzer Zeit kommt dann hier ein Kontakt, der uns Böses will. So. Fähigkeit ein bisschen auf. Hex. Müssen wir doch mal die Karte bemühen. Zack. In. Karte mag wieder nicht. Ah, jetzt. So, weil wir wollen wieder nach PO. Das sind zwei Sprünge. Zielpunkt. Auf dem Sprung dahin. Aufträge.
Da sieht man, der Auftrag ist weg. In die History. Zerstört, zerstört, zerstört. Not Cut Mission. Drei Hammer jetzt zerstört. Mit einer Ecke. Wenn es gut läuft, dann schafft man das sogar einem Lauf, sprich mit einer Ladung Torpedos. Aber da muss man natürlich auch ein bisschen Glück mit bei haben, was ich diesmal nicht hatte. Aber es ist durchaus zu schaffen, dass man alle drei Hammerheads unbeschadet mit nur drei Torpedos insgesamt in jeder setzt. Also schafft diese Mission zu fliegen und die drei Hammerheads zu zerstören. So. Jetzt. Ja, dann werde ich dort mal landen und mein Schiff storen. Aus. Dann mache ich wieder Automatiklandung. So, geht dabei schon mal reparieren und aufmunitionieren. So, mal gucken, ob er hier dann auch die Torpedos mitmacht. Ja, Torpedos hat er aufgeladen. Gestern hatte er Probleme hier beim Raketen. Aufladen, Reparatur ist auch gelaufen. Ja. Ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Ich hoffe, euch hat das Zerstören der Hammerheads mit der Eclipse gefallen. Und ihr schaut mal wieder rein. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit diesem echt tollen Spiel. Auch wenn es uns manchmal nervt und ärgert. Aber es ist einfach nur genial. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und sage mal, bis denne dann. Tschüss.